the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. My name is Malcolm, Malcolm Bindali. I worked as a security guard in Qatar for about 4.5 years. So, take it in your hands. It ended up being a horror story, to be honest. Nach Recherchen der britischen Zeitung The Guardian sollen auf den WM-Baustellen menschenunwürdige Bedingungen herrschen. Migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers. Over 6,500 migrant workers have died in Qatar. Es liegt ein Schatten über der WM 2022. Seit der Vergabe der WM an Katar schaut die Welt auf die Lage der Gastarbeiter im Land. Medien und Menschenrechtsorganisationen haben katastrophale Lebens- und Arbeitsbedingungen aufgedeckt. Aber die katarischen Gastgeber und ihre Geschäftspartner fühlen sich ungerecht behandelt. Was Qatar treated unfairly? Yes. When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlecht. Und das sollte man endlich mal akzeptieren. Wie also hat sich die Situation der Arbeiter in Katar durch die WM wirklich verändert? Für Katar ist die Ausrichtung der WM wahrscheinlich der größte Prestigeerfolg in der noch recht jungen Geschichte. Katar ist ein kleiner Staat am Persischen Golf, etwa 2,8 Millionen Einwohner, davon tatsächlich nur 300.000 katarische Staatsangehörige. Ein Land, das vor 100 Jahren eigentlich noch niemand kannte, wo die Menschen von der Perlenfischerei und von der Viehzucht gelebt haben und wirklich innerhalb ein, zwei Generationen tatsächlich in eine ganz andere Wohlstandssphäre katapultiert wurden. Grund für diesen Wohlstand ist das North Field. Rund 20% des weltweiten Erdgasvorkommens lagern hier. Entdeckt in den 70er Jahren, machte es Katar quasi über Nacht zu einem der reichsten Länder der Erde. Inzwischen beträgt das Einkommen pro Kopf im Schnitt etwa 92.000 US-Dollar im Jahr, mehr als 50% mehr als in Deutschland. Allerdings, von diesem Gasreichtum profitiert nur eine Minderheit im Land. Die rund 300.000 Einheimischen und ein paar gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Westen. Die allermeisten Bewohner Katars aber kommen aus Südasien oder Afrika. Seit der WM-Vergabe 2010 ist die Bevölkerung um mehr als 1 Million Menschen angewachsen. Nicht nur die Stadien, auch Verkehrsinfrastruktur musste neu gebaut werden. Dazu stieg der Bedarf an billigen Reinigungskräften, Wachleuten oder Lieferfahrern. Katar warb immer mehr Gastarbeiter an. Und die Rekrutierung erfolgt so, dass über Rekrutierungsagenturen in den jeweiligen Heimatländern Menschen angeworben werden. Die müssen dafür viel, viel Geld bezahlen, dass Rekrutierungsagenten ihnen einen Arbeitgeber, einen sogenannten Bürgen im Golfstaat vermitteln. Das ist das sogenannte Kafala-System. Kafil heißt auf Arabisch Bürge oder Vormund. Und das führt dann tatsächlich auch zu einem asymmetrischen Machtverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitsmigranten. They took us to a room, they told us to hand over our passports, and I was like, okay, like have the passport. Like there was no way you could refuse to give a passport, you understand? Durch das Bürgensystem sind Gastarbeiter wie Malcolm Bindali abhängig vom Wohlwollen ihres Arbeitgebers. Er kann Einfluss darauf nehmen, wie lange die jeweiligen Angestellten arbeiten müssen. Es gibt oftmals Lohndiebstahl, das heißt, ihnen werden die Löhne vorenthalten. Sie dürfen nicht einfach den Arbeitgeber wechseln oder das Land verlassen, um zu ihrer Familie zu reisen. Das ist alles die Entscheidungsgewalt des jeweiligen Bürgen. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen das entstehende Ausbeutungsverhältnis als moderne Sklaverei. Wir leben 6 Menschen in einem Raum. At some point we were 8, at some point we were 10. Mold on the walls, we had bed bugs, and we're just living in some tight, cramped quarters, you understand? And there was no sense of privacy. Die Arbeit selbst, sagt Bindali, sei in seinem Fall verhältnismäßig erträglich gewesen. Als Sicherheitsmann bewachte er Hotels, Bürogebäude oder das U-Bahn-System. We wake up around 4, 4:30. You get to work, you sign in, you do your time, then you go back to the accommodation. Day in, day out, day in, day out, day in, day out, yeah. Bindali begann online von seinen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu berichten. The food quality was appalling. That food was actually causing problems for people. Diarrhea, constipation. People were taken to hospital because of that food. Aber nicht alle Arbeitsmigranten in Katar leben unter solchen Bedingungen.
Man kann auch Glück haben mit den Bürgen, so wie dieser Mann aus Nepal. I worked in Qatar for 8 years. Er hat einen Bürojob in der Textilindustrie. Die Arbeitszeiten seien fair, der Lohn komme pünktlich. Trotzdem kann er seinen echten Namen nicht verraten. Denn in den Arbeitscamps von Qatar hat er viele Landsleute getroffen, die unter den Bedingungen leiden. Er beschloss, ihnen zu helfen. Nur, Gewerkschaften sind in Katar verboten. Deshalb organisiert er heimliche Treffen. Etwa 80 Arbeiter in Katar und weitere in den anderen Golfstaaten sind Teil seines inoffiziellen Netzwerks. Sein Arbeitgeber weiß nichts von seiner Nebentätigkeit. I do not want to put people at risk and jeopardize their life, so I want to be confidential. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. 40% der 30 Millionen Einwohner leben von etwa 3 Euro am Tag. Zwischen 2009 und 2019 haben deshalb rund 4 Millionen Menschen Nepal verlassen, um im Ausland zu arbeiten, überwiegend in den Golfstaaten. They can at least earn double the amount of what they could possibly earn in Nepal. Auch die jeweiligen Regierungen in den Heimatländern profitieren von dieser systematischen Ausbeutung, weil sie angewiesen sind auf die Rücküberweisungen. I was frequently sending every month to my mom and dad actually. Ein Land wie Bangladesch oder Nepal beispielsweise, die bekommen bis zu 25% ihrer Staatseinnahmen aus diesen Rücküberweisungen. Wenn die nicht mehr fließen würden, das heißt, wenn keine Migranten mehr unter diesen prekären Bedingungen nach Katar gehen würden, dann wären solche Staaten tatsächlich bankrott. Arbeitsrechtsaktivisten richten Forderungen deshalb nicht nur an Katar, sondern vor allem an die Regierungen der Entsendeländer. As a state, you have the equal capacity and equal rights to negotiate with the other state, right? Not like as you are inferior and someone is superior. But you as a state have to defend that. Denn als Arbeiter Missstände anzusprechen, birgt ein Risiko. The article that got me in trouble was one that I did about one individual from the ruling family. Her name is Sheikha Moza, right? Das ist die Mutter des derzeitigen Emirs Tamim bin Hamad Al Thani. Sie ist Vorsitzende der Qatar Foundation, Katars größter Stiftung zur Bildungsförderung. Und sie legt Wert auf ihren Ruf als Menschenfreundin. It is during summer. And summer there's this thing called a working hours ban. Between 10 a.m. and 3:30 p.m. you are not allowed to work outside because it's too hot. So we are talking about 50 plus heat. She comes to the property one day. Security guard at this time had been standing outside since 7 a.m. No one took any breaks. There was no water. There was nothing. You know, people were sweating. People were perspiring. So she pulls up, gets out of the car, sees the security guards. It's past 10 at this time, well into the working hours ban. She just goes on walking and into the office. She says nothing. Bidali beschrieb die Situation und seine Enttäuschung über Moza in einem Blogbeitrag. Ich wollte das schon eine ganze Weile machen, aber ich habe jedes Mal gezögert. Ich glaube, weil ich Angst hatte. Angst vor den Folgen, wenn ich ein einflussreiches Mitglied der Herrscherfamilie einfach nur erwähne. Man duldet keine Opposition, keine Kritik an den Entscheidungen des Herrscherhauses, an den Entscheidungen des Emirs. Es ist mit Sicherheit kein diktatorischer Unterdrückerstaat, es ist nicht Nordkorea. Aber es ist dennoch ein Staat, in dem rote Linien existieren und sobald man diese rote Linien überschreitet, muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. They took my phones and patted me down, put me in handcuffs, put me in the back of a Land Cruiser and off to the interrogation room. So take off your shoes, stand here, mugshot. The cell itself was 9 feet by 12 feet, mattress on the floor, pillow, blanket, no windows. Camera on the ceiling. I asked for a lawyer. They were like, you have no rights here, my friend. You don't get a lawyer. Der offizielle Vorwurf, Bidali habe falsche Nachrichten veröffentlicht, mit der Absicht, das öffentliche System des Staates zu gefährden. I was considered a missing person. No one knew where I was. When you ask me, like, how did I get out, I'm not sure. Zum Prozess kommt es nicht. Nach 30 Tagen in Haft entlassen ihn die Behörden auf Druck von internationalen Menschenrechtsorganisationen gegen Zahlung einer Geldstrafe. Of course, it's not paradise. We are not perfect. We are not claiming we are perfect. But where we're at today, I have to say I'm very, very proud of the work that we've done.
Does the World Cup help migrant workers? Of course. Of course it does. Since 2010, since it was announced, like, it has provided a steady income for people in various fields. Tatsächlich hat die WM in Katar einiges in Bewegung gebracht. Vielleicht hat sich das Herrscherhaus PR-strategisch verschätzt. Sportswashing sagt eigentlich, dass man mit Investitionen in den Sport von eigenen Verfehlungen ablenken möchte. Und im Fall von Katar muss man ganz klar sagen, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Genau das Gegenteil ist nämlich passiert. Und da sieht man eben, dass internationaler Druck in Katar dazu geführt hat, dass man auch umdenken musste und es nicht so einfach ist, dass man nur, weil man eine WM ausrichtet, jetzt auf einmal everybody's darling ist. It has also helped to bring about like legislation and labor reforms. Even though they're not implemented, at least there's something to work with. It is law. Die katarische Regierung sagt, das Kafala-System sei abgeschafft. Das ist so nicht ganz richtig. Es ist abgeschwächt worden. Und das sieht man vor allen Dingen daran, dass der Mindestlohn angehoben wurde, dass es verboten ist, für die Bürger die Pässe einzubehalten. Das Problem ist die Umsetzung. Zu viele mächtige Menschen in Katar profitieren von der Ausbeutung und erhalten deshalb ein System, das regelmäßig Tote fordert. We can see many, you know, red coffin boxes going back to Nepal and country of origin. Wie viele Menschen genau durch die Arbeitsbedingungen zu Tode kamen, ist unklar. Nicht zuletzt, weil die katarischen Behörden sich weigern, die Todesursachen verstorbener Ausländer detailliert aufzuklären. Also meistens wird Herzstillstand angegeben. Aber jeder von uns stirbt irgendwann an Herzversagen. There might be some accident or something like that. But we cannot justify with that having that number of fatalities. Viele Menschen, mit denen ich spreche in Katar, sind frustriert über die Kritik an ihrem Land, an ihrer WM, weil sie dem Westen unterstellen, immer noch mehr zu fordern, immer noch mehr den Finger in die Wunde zu legen, obwohl Katar doch eigentlich schon viele Schritte in die richtige Richtung gegangen ist. People have got job opportunities, making their life, sending money to their families. We could say is like a blessing, right? But having said that, we do not have to forget the exploitation, the massive violation of human rights. That is not a blessing, right? So we could say this is a curse. Es besteht durchaus die Gefahr, dass Katar auch aufgrund der Trotzphase, in der es sich gerade befindet, sagt, okay, nach der WM zieht der Weltzirkus weiter, wir sind erstmal aus dem Fokus der Öffentlichkeit, das fällt keinem mehr auf, wenn wir Reformen zurückdrehen. It's conflicting. That's why when someone asks me, like, will I watch the World Cup, like, that's not an easy question to ask. Like, there's no clear answer for that, you know? I don't know. Will you watch the World Cup?